Ja, schönen guten Morgen euch. Gut, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Sicher auch ein paar Mütter unter uns, aber manche werden auch zu Hause verwöhnt werden, schätze ich. Und das an einem Tag zu erledigen, das ganze Jahr über nicht, wäre keine gute Lösung. Mütter, in Klammern auch Väter, brauchen das jeden Tag. Ermutigung, auch ein bisschen Lob, Anerkennung. Was gibt es Wichtigeres? Das Leben geht ja weiter dadurch, ne? Ich habe heute einen Predigttext, da weiß ich nicht, ob der so muttertags geeignet ist. Und ich weiß nicht mal, ob der jugendfrei ist. Ich hoffe, dass niemand unter 14 unter uns sitzt hier. Alle irgendwo in der Kinderstunde sind. Genau. Wir haben ja so ein Heft, Gemeinde liest Bibel. Und wir sind jetzt gerade beim Propheten Hosea angelangt. Und ich dachte, ich will mich nicht drum drücken. Das soll ja auch in der Predigt dann immer vorkommen. Und da lese ich als Text aus Kapitel 1 die Verse, ja, das ganze Kapitel 1 bis 9. Aber es wird so ein wenig um die ersten drei Kapitel aus diesem Prophetenbuch Hosea gehen. Hosea 1, 1 bis 9. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beres zur Zeit des Osia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes Joasch, des Königs von Israel. Israel meint hier das Nordreich mit den 10 Stämmen. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin und nimm dir, also jetzt übersetzt Martin Luther, Hurenweib. Neuere Übersetzungen übersetzen mit Hure, also nicht mal Prostituierte, sondern Hure. Also er sprach zu ihm: Geh hin und nimm eine Hure und Hurenkinder, denn das Land läuft weg vom Herrn der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Goma, die Tochter Deljajims, zur Frau. Sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, zu Hosea: Nenne ihn Jezreel, denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jezreel heimsuchen am Hause, an den Nachkommen Jehus, und will mit dem Königreich des Hauses Israels ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jezreel. Und sie wurde nochmal schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm, also Gott zu Hosea: Nenne sie Loruhama, denn ich will mich nicht mehr über das Land Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Doch will ich mich über Juda, das Haus Juda, also Südreich, erbarmen und ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Rüstung, Ross und Wagen. Und als sie Loruhama entwöhnt hatte und sie wieder schwanger war, gebar sie einen Sohn. Und er sprach: Nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk. So will ich auch nicht der Eure sein. Wie ich sehe, sind ein paar Junggesellen unter uns heute Morgen. Und auch Jugendliche, mal ein Wort an die Männer. Also ich denke mal, ihr würdet schon gern mal heiraten, ne? So die Liebe des Lebens finden. Und macht euch auch hier und da mal auf die Suche, haltet die Augen auf. Logisch, die Braut fällt nicht vom Himmel. Man muss sie auch ein bisschen auf den Weg machen. Und wenn so die Jahre ins Land gehen, wird die Sehnsucht manchmal noch größer. Ich möchte eine Frau haben. Ich möchte heiraten, wo ist eine, die gut zu mir passt? Und wenn du an Jesus glaubst, ja, ich rate dir, bete auch dafür. Schon in Sprüchen heißt es, eine Ehefrau kommt von Gott. Also Gott hat da auch seine Hand im Spiel, denn wir können ja nicht so in die Herzen und in die Zukunft gucken, Gott schon. Und stell dir vor, du befolgst meinen Ratschlag. Du betest: Herr, bitte schenke mir eine gute Frau, dass ich mich in die verliebe, die
ich nicht nur mit rosaroter Brille sehe, sondern die ich wirklich lieb habe, die zu mir passt, die auch mich lieb hat und wir eine gute Ehe miteinander führen können. Ach bitte, Herr, schenk das doch. Und du betest das immer wieder und irgendwann antwortet Gott tatsächlich. Also Gott, er hört ja auch mal Gebete. Und Gott, eben während der Gebetszeit spricht Gott zu dir und sagt, lieber Hans, ich hoffe, dass jetzt niemand Hans heißt, und sagt, lieber Hans, ich habe deine Gebete erhört. Gehe ins Bordell und such dir deine Frau aus und heirate sie. Das ist nicht romantisch, wie manche vielleicht augenblicklich denken, sondern das kann die Hölle auf Erden werden. Wird es wahrscheinlich auch. Und so erlebt es der Prophet Hosea. Ne? Gott fängt an, durch Hosea zu seinem Volk zu reden, zu den 10 Stämmen des Nordens erstmal, und sagt, gehe hin und heirate eine Hure, eine Prostituierte vielleicht, eine, die Liebhaber hat, eine, die Männern hinterherläuft, eine, die nicht treu sein kann. Es wird dann immer wieder auch mal im Hosea-Buch vom Geist der Hurerei gesprochen. Also da hat jemand was in sich und kann kaum anders. So eine Macht, die zu fremden Männern zieht und sie zu einem Gott erhebt und das Herz hängt man da dran und alles beherrscht diese Macht im Leben der Frau, was es bei Männern ja auch geben kann. Also Hosea bekommt so einen Auftrag. Und dieser Auftrag, den Hosea bekommt, ist Teil des Redens Gottes. Hört nochmal genau Vers 2. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, also jetzt spricht Gott durch Hosea zum Volk, geh hin und nimm eine Hure und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Also indem er eine Hure heiratet, auch Kinder zeugt, in diesem Geschehen spricht Gott nicht nur verbal, sondern auch handlungsmäßig, zeichenhaft zum Volk Israel. Also die Ehe des Hosea ist Verkündigung Gottes an sein Volk. Bedeutet, Hosea ist nicht nur ein Bote, der ab und zu mal ein paar flotte Sprüche abgibt, der ab und zu mal sich hier vorne hinstellen würde und eine Predigt hält, sondern Hosea ist ein Prophet, der mit seinem eigenen Erleben Teil der Botschaft Gottes ist und Teil des Leidens Gottes an seinem Volk. Nicht distanziert, sondern er selber ist Botschaft mit seiner Ehe. Und wir kennen das ja manches Mal in der Bibel, dass Männer oder auch Frauen Gottes so sehr in das Reden Gottes hineingezogen werden, so sehr auch ein Teil der Botschaft Gottes werden, dass es ganz, ganz eindrücklich ist. Jeremia durfte nicht heiraten. Das war damals eine Katastrophe, noch mehr wie heute. Er durfte nicht heiraten, weil er sollte damit zeigen, das lohnt sich auch gar nicht mehr zu heiraten, denn bald kommen die Babylonier und wehe dem, der dann verheiratet ist und Kinder hat. Die machen alles platt. Das war eine Botschaft, die er nicht nur verbal verkündigte, sondern die Jeremia auch durchlebte und im Durchleben dem Volk verkündigte. Denken wir an Jesaja. Der musste 3 Jahre lang nackt durch Jerusalem laufen. Barfuß und nackt, heißt es in der Bibel. Also das Obergewand wird gefehlt haben. Ich denke, er hatte noch irgendwie so ein Short drum, um der Fantasie nicht zu viel Nahrung zu geben. Aber 3 Jahre lang war er so Teil des Leidens Gottes und der Botschaft Gottes. Und diese ganzen, man nennt das auch Zeichen, Handlungen, die wirklich passiert sind, sind immer so ein letztes Reden Gottes, wenn alles andere nicht geholfen hat. Man möchte schier sagen, Gott weiß sich nicht mehr anders zu helfen. Ne? Als jetzt dem Volk Israel durch diese Ehe Hoseas eine Botschaft zu geben. Israel 30 Jahre vor der Vernichtung, also das ist das 8. Jahrhundert. Hosea hat vielleicht von 750 bis 715 oder 720 vor Christi Geburt gewirkt als Prophet. Ganz bis zum Schluss. Er hat miterlebt, wie dann die Assyrer kamen und das Nordreich platt machten und alles vernichteten.
Und Gott hatte ja schon Jahrhunderte um sein Volk geworben und immer wieder gesprochen und immer wieder Propheten geschickt. Da war auch ein Elia, ne, und ein Elisa und viele andere. Gott hat es immer wieder versucht. Und das Volk näherte sich immer mehr dem Abgrund. Und Gott weiß sich nicht mehr anders zu helfen. Ich muss noch irgendwie ein Zeichen setzen, irgendwie das demonstrieren. Vielleicht wacht dann noch mal jemand auf über den eigenen Zustand und macht das durch diese Ehe des Hoseas, der das Ganze ähnlich wie Gott mit durchleiden muss, ne, mitmacht. Und er weigert sich nicht. Er sucht sich die Goma aus von den Huren, die es damals in Israel gab. Gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, okay, er hat eine Frau geheiratet und während der Ehe hat sich herausgestellt, die kann nicht treu bleiben. Die läuft den Männern hinterher, die läuft, schaut allen Männern hinterher, läuft allen Männern hinterher und hat hier eine Affäre und da eine Affäre. Dass sie das erst so während der Ehe herausgestellt hat und er so rückblickend dann schreibt, ich habe ja eine Hure geheiratet. Hoppla. Und Gott hat es ja schon gewusst, als er sagte, heirate da jemand von denen. Andere sagen, nein, sie war vorher schon untreu, lebte schon als Hure. Und er hat ganz genau und bewusst gewusst, ich heirate auch eine Hure. Wieder andere sagen, so die modernere Auslegung, vielleicht ist es ein bisschen so, das war eigentlich trotzdem eine ganz normale Frau damals, weil es allmählich in Israel, und da sehen wir, wie tief der Zerfall eines frommen Volkes werden kann, allmählich in Israel so war, dass die jungen Mädchen ihre Fruchtbarkeit bewiesen haben, indem sie beim Baalstempel mit einem Baalshurer Geschlechtsverkehr hatten. Und durch diesen Geschlechtsverkehr am Baalstempel, der für Fruchtbarkeit steht, dieser Baal, durch diesen Geschlechtsverkehr am Baalstempel empfingen sie selber Fruchtbarkeit, so dachte man. Wenn man dann schwanger wurde, wurde dieses Kind Baal geopfert. Das gab es in Israel, im Volk Gottes. Und dann eben, wenn man das so gemacht hat und fruchtbar war als junges Mädchen, dann bekam man hier zwischen den Brüsten ein Zeichen oder auch am Kopf. Davon spricht auch Hosea, wenn es um Goma geht, in anderen Kapiteln, Kapitel 2. Und dass er vielleicht eine solche Frau geheiratet hat, die wie die meisten im Volk, die Gemeinde passt sich ja manchmal den weltlichen Gegebenheiten an, am meisten, wenn es um Sexualität geht, machen doch alle, mache ich doch dann auch und so weiter. Leider, das schon ein Stück normal war. Wie auch immer, Goma wird Hure genannt und das Zeichen ist, Hosea steht für Gott. Hosea bleibt treu. Hosea steht zu seiner Frau Goma, auch wenn sie untreu wird und Liebhaber hat. Damit zeigt Gott, was für eine große Liebe er hat. Damit zeigt Gott, dass seine Liebe auf unsere Unwürdigkeit, auf unsere Untreue trifft und festhält. Und Goma steht für das Volk Israel, das sicherlich nicht nur in sexueller Weise gesündigt hat, das ging auch einher über den Fruchtbarkeitskult und über Sitten, die immer mehr einzogen, sondern das Volk Israel hat in geistlicher Weise Hurerei getrieben. Gott hatte es befreit aus dem Land Ägypten, Gott hatte das Volk in dieses Land Kanaan gebracht, wo Milch und Honig fließen. Gott hat sein Volk versorgt mit allem, was es braucht. Aber irgendwann mal, als sie so richtig satt waren, hatten sie Gott nicht mehr so nötig. Zumindest hatten sie Gott nicht mehr so nötig, wenn es um die Fruchtbarkeit des Ackerbodens ging. Wenn es um den Erfolg im Alltag ging. Wenn es um die Klugheit und Raffinesse ging. Und wie man so lebt und wie man das so macht und so. Da brauchte man Gott nicht mehr, sondern da dachte man, der Gott dieses Landes kennt sich da besser aus. Das ist Baal. Ja, wir brauchen wir nur noch wegen der Erlösung und dass wir mal irgendwann in den Himmel kommen. Das ist bei nicht wenigen Christen auch der Fall. Ne? Man reduziert den Glauben und die Gotteszugehörigkeit so stark auf ja, auf das Kreuz, das stimmt. Und da halte ich auch dran fest und auf Jesus Christus, seine Gnade und Barmherzigkeit, ich will ja in den Himmel kommen. Und das bietet mir keine Religion. Das bietet mir kein Moralapostel, das gibt es nirgends, sondern nur bei Jesus und da halte ich dran fest. Das ist ja auch gut.
Aber all die anderen Dinge des Lebens, wie ich das mit dem Geld mache, mit meiner Karriere mache, wie ich das mit meiner Sexualität mache und mit Freundschaften und mit all diesen anderen Dingen, das klammere ich von diesem Erlösergott weg und schaue mir lieber mal die Zeitschriften an, wie sie es da machen oder im Fernsehen, in diesen ganzen Sendungen, wie es da so läuft. Oder wie es die Kollegen machen oder mein ganzes Umfeld es macht. Naja, so mache ich es ja auch. Man will ja nicht immer gegen den Mainstream sein. Dann wäre man ja ein, naja, ihr wisst schon. Und dann hat man das so wie hier Israel. Die haben an Jahwe festgehalten, den Erlöser. Aber für die Dinge des Alltags und des Lebens haben sich nach Baal und den Menschen des Volkes dort gerichtet. Ähnlich wie die Christenheit. Wo hört man noch mal irgendwo, zum Beispiel in den Kirchen, dass auch mal deutlich Dinge angesprochen werden? Ne? Das ist ja immer dann gleich, ja, es geht doch um Jesus und dass wir in den Himmel kommen und um seine Gnade. Aber die Bibel spricht auch vom Leben und von vielen Ordnungen, die in der Bibel drinstehen und wie Gott sich das vorstellt mit der Kindererziehung und wie Gott sich das vorstellt, wie gesagt, mit der Sexualität und mit der Treue. Wie Gott sich das vorstellt, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich Arbeit zu definieren habe und so weiter. Es sind so viele Dinge, die Bibel, warum ist sie denn auch so dick? Ne? Weil wir unendlich viel daran lernen, wie Gott sich ein Leben vorstellt in der Nachfolge. Und das wird manchmal komplett ausgeschaltet und sagt, das, was bleibt, ist die Gnade und das Kreuz. Ist es auch. Aber von der Gnade und vom Kreuz her komme ich auch wieder in den Alltag. Und da möchte Jesus, dass wir uns auch nach seinem Wort richten, was er sagt. Und das ist kein Gesetz, sondern es ist Befreiung zum Leben. Israel damals hat geistlich Hurerei betrieben, sie haben sich an Baal gehängt, die Könige haben überall Bündnisse geschlossen, aber nicht auf Gott vertraut. Die Priester und Propheten haben Profit gesucht und sie haben das Volk nicht mehr unterwiesen in der Wahrheit des Wortes Gottes. Und wo das nicht mehr ist, wird ein Volk wild, wie es in der Bibel heißt. Das alles ist gelaufen über Jahrzehnte, ja, man kann sagen Jahrhunderte. Und hier Hosea, der letzte Prophet, und soll das nochmal verkörpern. Zum einen die Untreue des Volkes in Goma und zum anderen die Treue Gottes bei sich selbst. Ihnen einen Spiegel mit seiner Ehe vorhalten. Ob das was gebracht hat, wissen wir nicht. Schließlich ging es ja in die Vernichtung rein, einige Jahre später. Ob die Leute gesagt haben, Hosea, halt du mal deine Klappe. Ne? Bei dir zu Hause, in deiner Familie geht es der Kopf drunter und drüber. Wahrscheinlich 3 Kinder von 3 Männern und du weißt nicht mal, wer die Männer sind von den Kindern. Und deine Frau, überall hüpfst du rum durch die Betten und so. Hosea, halt bloß die Klappe. Du hast uns gar nichts zu sagen. Und Hosea vielleicht immer wieder versucht, das soll ja ein Spiegel sein für euch. Ne? Ob sie es kapiert haben? Das Volk selber auf jeden Fall nicht. Die Masse bekehrt sich nicht. In der Masse macht man das, was alle machen. Der Einzelne vielleicht heimlich und still und leise flüchtet vielleicht doch für sich, dass er umgekehrt ist und erkannt hat, die Untreue und die Treue und Liebe und Leidenschaft Gottes zu einem verlorenen Volk. Dann kommen die 3 Kinder zur Welt und so nach und nach. Und jedes Kind ist eine Botschaft, die man keinem Kind gönnt. Ne? Was Gott hier macht, liebe Leute, ne? Da merkt man, wie sehr es um eine ganze Ewigkeit geht, um einen totalen Untergang oder Rettung geht, wo man nicht mehr sagt, ist das jetzt ethisch vertretbar? Sind da genug Smileys drunter oder hat er ein Smiley vergessen und hat noch dies und das und so? Das ganze Zeugs interessiert überhaupt gar nicht mehr, wenn es um so etwas geht, um das Letzte geht. Dann kann das alles in den Mülleimer. Und Gott macht hier eine Sache, wo wir sagen, das würden wir nie machen. Er sagt, nenn das erste Kind Jezreel. Das klingt noch recht gut. Jezreel bedeutet, Gott sät aus. Und die Jezreel-Ebene war eine sehr fruchtbare Ebene, es ist immer noch in Israel, und war auch Name für eine Königsresidenz im Nordreich Israels. Und eigentlich ist es ja sehr positiv, wenn man Jezreel heißt, aber man verbannt damals dann doch irgendwo umgekehrterweise viel Schrecken mit dieser Stadt Jezreel und dieser Ebene Jezreel. Deswegen heißt es, soll es in Jezreel nennen, denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jezreel heimsuchen am Hause Jehu und will dem Königreich des Hauses Israels
ein Ende machen. Hier wird an dem Namen Jezreel verkündigt, es dauert nicht mehr lange und die Königsherrschaft im Nordreich ist beendet für immer und ewig. Dauert nicht mehr lang, es waren noch 30 Jahre. In Jezreel wurde viel Blut vergossen. Eigentlich der Same Gottes sollte in den Boden kommen, damit es fruchtbar wächst. Aber statt Gottes Samen hat man Blut in den Boden hineingegossen. Ungerechtigkeit, Mord und Totschlag. Alleine schon der Jehu hat die Dynastie des Ahabs ausgerottet. Das sollte er vielleicht auch. Jezebel wurde aus dem Fenster gestürzt. Und 70 Nachkommen, die es gab, wurden alle mit dem Schwert getötet. Aber dabei beließ er es nicht, sondern er tötete gleich auch noch 42 Nachkommen des jüdischen Königs von Jerusalem, der da gerade zu Besuch war und eine Feier hatte. Und so steht Jezreel auch für Nabot, der unschuldig dort umgebracht wurde, mit seinem Weinberg, ihr erinnert euch. Und dieser Name bedeutete dann irgendwo Schrecken, der erste Sohn Jezreel, und alle schauten sich um, wenn der Vater ihn rief, Jezreel, Jezreel. Blut vergießen. Und Gott will damit sagen, das Königtum wird beendet werden. Dann kommt eine Tochter zur Welt und die Tochter heißt Lo-Ruhama und bedeutet, denn ich will nicht mehr über das Haus Israel mich erbarmen, sondern will sie wegwerfen. Lo-Ruhama heißt kein Erbarmen oder ungeliebt. Braucht ihr mal noch einen Vorschlag für Nachwuchs? Hier wäre einer, aber ich rate nicht dazu. Aber wir merken wieder, wie ernst das ist, ne? Wenn die Tochter heißen muss, ungeliebt oder kein Erbarmen, da holst du die von der Schule und rufst sie vom Schulplatz und sagst, ungeliebt, komm, ohne Erbarmen, komm, es gibt Mittag oder sowas. Für ein Kind schrecklich, ne? Für Eltern auch. Und Gott mutet das hier dem Propheten zu, der an seinem Volk mitleidet, ähnlich wie Paulus an die Gemeinde, ne, wenn er sagt, um die Sorge um die Gemeinde. Und das bedeutet, Gott wird sich nicht mehr erbarmen lassen über diese Nordstämme. Es gibt auch eine Gnade, die einen Endpunkt findet. Ne? Wo Gott oft ruft, wo Gott oft wirbt, wo Gott keine Mittel mehr hat, jemanden zur Umkehr zu bringen. Das gibt es wirklich. Er könnte den Tod zur Umkehr umdrehen, aber da ist ja niemandem geholfen. Aber es gibt den Punkt, da hat Gott ausgesprochen bei dir. Da hat er ausgehandelt bei dir und da gibt es nichts mehr, was dich bewegen könnte zur Umkehr. Das gibt es. Und das ist schrecklich. Und so weit sollte man es nie kommen lassen, dass man so abstumpft. Durch Reden und Handeln Gottes. Da hat Gott oft gesprochen, ich hab dich lieb, halte dich doch auch mal mein Wort, kehre um, komm in meine liebenden Arme, wie wir es gesungen haben. Und Gott hat gesprochen und man reagiert nicht, man folgt nicht. Und dann handelt Gott noch, vielleicht ein Autounfall, ne? Oder vielleicht irgendwo eine Entlastung bei der Arbeit oder in der Familie jemand sehr krank. Und Gott handelt noch und handelt aus großer Liebe, Liebe, Liebe. Und man macht so weiter. Dann kommt irgendwann der Punkt, da sagt Gott, ich habe nichts mehr. Ich hab absolut nichts mehr. Ich bin blank. Ich habe gar nichts mehr. Lo-Ruhama. Und als sie dann entwöhnt war, für Juda ist noch ein Stück Gnade da, wie es Vers 7 heißt. Dann kommt noch ein drittes Kind und er sprach, nenne ihn Lo-Ami. Denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der eure sein. Lo-Ami heißt nicht mein Volk. Da merken wir diese Steigerung. Das Königtum hört auf. Das ist Gottes Reaktion auf diesen Geist der Hurerei, der Gottlosigkeit, die kein Ende mehr nimmt. Es gibt kein Erbarmen mehr. Und ihr seid nicht mehr mein Volk. Das heißt, der Bund ist beendet. Er ist gebrochen. Er ist kaputt. Diesen Bund gibt es nicht mehr. Von daher schon ein sehr trauriger Text, ein Text vor dem Abgrund, vielleicht ein Text für unser Volk. Wer weiß, wie lange diese Kugel sich noch dreht, auf der wir leben. Und dann ist es trotzdem so, hier in unserem Hosea-Buch, dass das nicht alles ist. Die Feststellung der Gottlosigkeit, Untreue mit den vielen Liebhabern
und die Feststellung, dass Gott Gericht hält, dass auch seine Gnade und Geduld einen Endpunkt finden kann, weil es nichts mehr nützt. Sondern das Buch Hosea spricht immer wieder auch noch von der Gnade und von einem Neuanfang. Und das ist der Punkt, wo diese Liebe Gottes noch mal größer wird als bei Hosea und Gomer. Dass Gott immer noch nicht am Ende ist, aber er führt nicht das Alte fort, sondern er setzt noch mal ganz neu an. Indem er noch mal die Verheißung an Abraham aufgreift, Nachkommen wie Sand am Meer, immer wieder eingestreut während des ganzen Buches Hosea. Gott hält es nicht aus, zu schweigen davon, dass es ein Happy End geben könnte und ein Happy End geben kann, auch für ganz Untreue und für ganz Gottlose. Und er sagt dann auch mal, ich will eigentlich dich wieder locken in die Wüste wie am Anfang, um dir zu Herzen zu reden. Das könnte einen Neuanfang schaffen. Du neu hinhörst, wenn mal alle Götter und Götzen und alle Städte, alles weit weg ist und nur wir beide mal ganz alleine sind, wie damals in der Wüste. Und dann steigert sich das und dann sagt er in Kapitel 2, Vers 21, dreimal, ne, dass er sich verloben will. Verloben ist wie schon Heirat im Alten Testament. Ich will mich mit dir verloben, also eng verbinden für alle Ewigkeit. Oh, da hört was dann nicht auf, also nicht Lo-Ami. Oder Loruhana, Hami. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Also dreimal die Zusage, es kommt aber nochmal was ganz Neues. Und das ist die Chance. Und das ist nicht Fortführung des Alten, sondern da muss man in das Neue hineintreten. Also sozusagen aus dem alten Bund, der gebrochen ist, heraustreten in einen neuen Bund. Und dieser neue Bund, zu dem gehörst du nicht durch die Geburt und Abstammung, wie im alten Bund Israel, sondern zu diesem neuen Bund gehörst du, indem du in diese Verlobung einschlägst, indem du in diese Erkenntnis Gottes einsteigst, in die Gemeinschaft und Beziehung mit dem lebendigen Gott. Das heißt, zu diesem neuen Bund gehörst du durch Glaube, durch Gnade und Wiedergeburt. Und dieser neue Bund, der gilt sowohl für Israel als auch für alle Welt. Aber da steigt man nicht automatisch ein. Und der Bund ist auch nicht beendet, weil man gottlos ist, sondern da steigt man ein durch Gottes Gnade, durch Glaube, und in diese Beziehung Braut und Bräutigam und Christus dann die Gemeinde seine Braut nennt und eher als ein Bild für Christus und die Gemeinde darstellt im Epheserbrief. Da so weit hin zeigt schon Hosea 700 irgendwas vor Christi Geburt. Und dann soll Hosea das auch nochmal, zeigt Gott das, und dann soll Hosea das auch nochmal vormachen. Kapitel 3, und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal hin und werb um diese buhlerische und ehebrecherische Frau. Wie denn der Herr um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren, Traubenkuchen lieben, das waren so Götzenkuchen und so weiter. Also Hosea bekommt den Auftrag, also die Gomer ist ihm davongerannt irgendwann und ist bei den Liebhabern geblieben. Die Ehe ging daneben. Und kaputt. Und Gott sagt zu Hosea, geh nochmal hin, halt um ihre Hand an und überrasche sie mit deiner Treue, mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, die trotz allem noch da ist und gilt. Sodass sie nochmal wieder einsteigen könnte, aber jetzt in einen zweiten Bund. Und das ist die Liebe Gottes, vor der wir nur kapitulieren können. Das ist die Treue Gottes, vor der wir uns nur verneigen können. Das ist die Geduld Gottes, die wir nur bestaunen können. Und da kommen wir so sehr in das Neue Testament hinein, denn Jesus selber ist ja ähnlich wie Hosea. Hosea heißt Gott rettet. Jesus heißt auch Jahwe rettet. Es geht um Rettung. Und Jesus steigt in diese Welt ein, wird Teil der Botschaft Gottes, ja selber die Botschaft Gottes schlechthin.
Er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, er ward gehorsam, ja gehorsam bis zum Kreuz. Das ist die Botschaft Gottes, das ist das Handeln Gottes, das ist das Leiden Gottes an eine gottlose Welt. Das ist das Leiden Gottes an Menschen, die untreu sind, die den Geist der Hurerei haben, weil wir unser Herz überall ranhängen, nur nicht an Jesus Christus. Darauf ist die Antwort, dieser zweite Bund in Jesus Christus, gespendet durch sein Blut, wie wir es beim Abendmahl auch immer sagen, der neue Bund. Und in diesen Bund, den Jesus geschlossen hat, kann jeder einsteigen durch den Glauben. Und das ist ein ewiger Bund in Gerechtigkeit und Recht und Gnade und Barmherzigkeit. Das ist ein Bund der Treue. Schon in seinem Leben hat Jesus bewiesen, für wen er gekommen ist. Er sagt mal, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und spielte damit auf diesen Levi ab, der ein Zolleintreiber war, ein Betrüger war. Der hatte keine saubere Weste. Und macht deutlich, für solche Leute bin ich gekommen. Nicht für die, die meinen, ich kriege das schon selber gebacken mit Gott und so und Ewigkeit. Und wenn es auch eben um dieses geht, ja, Hurerei, dann auch im wahrsten Sinne des Wortes, da geht die Tür auf. Jesus sitzt am Tisch im Hause des Simons oder liegt am Tisch und da kommt eine Frau rein und alle wussten, wer das ist. Die ist stadtbekannt. Ne? Eine Hure, Prostituierte. Und sie geht zu niemandem außer zu Jesus, weil sie gespürt hat, der stößt mich nicht ab, weil sie gespürt hat, der hat mich trotzdem lieb und der ist für mich da und der kann mich befreien und erretten und erlösen. Und gießt das Öl aus und trocknet mit ihren Haaren die Füße und weint. Und Jesus sagt, sie hat viel Liebe, weil ihr viel vergeben ist. Das ist Jesus. Und dann schleppt man die Ehebrecherin da in die Gegend des Tempels zu Jesus, um zu sehen, was er dazu sagt. Frisch ertappt beim Ehebruch. Und Jesus bricht nicht den Stab. Pfui, sagt er nicht. Und er sagt, wer ohne Sünde ist von euch, werfe den ersten Stein. Und dann waren sie alle weg und sagt zu der Frau, wo sind deine Ankläger? Dann klage ich dich auch nicht an. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Viele Moslems sind durch so etwas zum Glauben gekommen, weil in ihrer Religion eine Frau gesteinigt wird, zumindest in Saudi-Arabien, wenn sie die Ehe gebrochen hat. Und da ist Jesus und vergibt. Da ist Jesus, der heilt. Das ist dieser Hosea, der ein zweites Mal die Gomer heiratet, eine Ehebrecherin. Das ist Jesus, der sich hineingegeben hat in eine gottlose Welt und nicht Pfui sagt, sondern das auflädt und das trägt, ja, der sogar zur Sünde gemacht wird, wie es in der Bibel steht, und am Kreuz dafür bezahlt. Der einfach sagt, komme zu mir so, wie du bist. Welch eine Liebe, welch eine Treue Gottes, der nicht überrascht ist, dass eine Welt gottlos ist, sondern sich in diese Wogen hineinbegibt, um zu retten, um zu lieben, um den Bund zu schließen. Die Bibel sagt, Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und er starb für uns, als wir noch Feinde Gottes waren. Du kannst also gar nicht schlecht genug sein für Gott, als dass seine Gnade dich nicht erreichen könnte und dir nicht gilt in Jesus Christus. Das ist dann eine erneuernde Gnade. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Hosea ist wirklich ein großer Hinweis auf Jesus Christus. Genau wie Hosea und noch viel mehr hat Jesus sich in das Leid und in die Gottlosigkeit dieser Welt hineinbegeben. Sie hat ihm das Leben gekostet, er wurde ans Kreuz geschlagen. Aber in dieser Hingabe offenbart sich die Treue und Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, zu seiner Welt und auch zu seinen Kindern. Und wir dürfen umkehren und in diesen Bund einsteigen. Und wenn wir gesündigt haben, dürfen wir Vergebung erfahren. Und wir werden bleiben in diesem Bund. Es ist ein ewiger Bund. Er beruht auf Gottes Treue und Hingabe. Es gibt eine Geschichte, da erzählt eine, ist so passiert, eine Frau
zurückblickend von ihrer Kindheit und sagt, also ich bin mit einer Hasenscharte zur Welt gekommen. War ziemlich stark. Und als es dann in die Schule ging, war das ein richtiges Drama. Ne? Also sie konnte auch schlecht sprechen deswegen und saß auch immer so ein bisschen in der Ecke und es war immer alles wehe, wenn sie aufgerufen wurde zum Reden. Es war nicht ganz einfach. Und in dieser Schule war es dann auch so, es gab eine Lehrerin, die hieß Frau Leonhardt. Bisschen kleiner, bisschen rundlich, aber eine recht dynamische Frau. Und viele mochten sie auch. Und jedes Jahr gab es damals, es gab, weiß ich, was noch manche kennen, so einen Gehörtest, wo dann jeder aus der Klasse geprüft wurde, ob es mit den Ohren auch hinhaut. Da brauchte man nicht so wie heute 1000 Apparate, sondern ein bisschen ja, natürlicher. Die Lehrerin sitzt am Pult, in dem Fall die Frau Leonhardt, und der Schüler an der Tür. Und sie hat dann immer einen Satz hingeflüstert, meinetwegen, der Himmel ist blau oder es ist heute ein wunderschöner Tag oder heute haben wir Muttertag und nachher essen wir schön Mittag oder irgend sowas. Und dann immer so auf Niedrigstimme, um zu wissen, ob das Kind an der Tür das wiederholen kann und das Gehör auch stimmt. Und dann war wieder so weit und die Frau, die von ihrer Kindheit erzählt, der war schon bange, ne? Muss ich da wieder reden und nachher höre ich es verkehrt und dann bin ich da auch noch der Depp. Und kam dann auch in das Zimmer, blieb an der Tür stehen und die Frau Leonhardt am Lehrerpult flüsterte dann zu ihr rüber. Habt ihr verstanden, ne? Da müsst ihr euch die Ohren nochmal waschen, ne? Wenn ihr in den Gottesdienst geht. Der echt nicht verstanden? Also ich auch nicht. Nein, die hat dann rübergerufen, hat dann ganz leise gesprochen, ich wünschte, du wärst meine Tochter. Habt ihr das verstanden? Boah, das war aber, fand ich gut. Echt, ich habe nicht laut gesprochen, ne? Also sie sprach rüber und sagte zu diesem Mädchen mit der Hasenscharte, ich wünschte, du wärst meine Tochter. Und das war ein Satz, der hat das Leben verändert, ne? Wirklich, ne? Und so steht auch Gott heute Morgen vor dir. Ich weiß ja nicht, ob du an Jesus glaubst. Und durch Jesus sagt er, ich wünschte, du wärst meine Tochter. Oder ich wünschte, du wärst mein Sohn. Und dann liegt es an dir, ob du in diesen Bund einsteigst, ob du da die Hand darreichst oder ob du es überhören möchtest. Ich wünschte, du wärst mein Kind. Das sagt dir Gott heute Morgen. Ich bete noch. Herr, niemand ist so treu wie du. Und niemand hat so viel Liebe wie du, so viel Geduld und Barmherzigkeit. Und das ist in Jesus Christus, deinem Sohn, zu uns gekommen. Ein größeres Angebot kann es da gar nicht mehr geben. Und ich möchte für jeden bitten unter uns, dass da niemand daneben steht, sondern diese Einladung gilt, dass du möchtest, dass allen Menschen geholfen werde, gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.